So sieht das aus. Wir sehen jetzt gleich Fact Gaming gegen Five Angry Turks. Fact Gaming haben wir heute noch gar nicht gesehen. Five Angry Turks schon zweimal und sie sind zweimal gut aus dem Match gekommen. Einmal ja dieses sehr, sehr starke 7-1. Ja. Und im Match Nummer 3 haben wir sie ja gesehen gegen Alpha May, die gerade eben das Spiel um Platz 3 gewonnen haben. Und da haben sie in Anführungsstrichen nur 7-5 gewonnen. Aber auch das war eine bockstarke Leistung. Jetzt geht es hier gegen Fact Gaming. Und das Line-Up ist sehr, sehr interessant. Denn wer den Transfermarkt ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass Satrasam und Nero von Turtle Looking for Team sind. Sie haben Turtle verlassen. Mhm. Und jetzt spielt hier Fact Gaming auf einmal mit Nero und Satrasam, bestehend dazu aus BZ, Gisela und Witherball. Also durchaus explosiv, mag man meinen. Wir schauen uns jetzt aber schnell einmal den Map an, denn die Lobby ist schon ready, so rum. Es geht also gleich sogar schon ins Match und hier sehen wir einmal die Buns. Fact Gaming haut Theme Park, Consulate und Clubhouse raus. Five Angry Turks hauen Consulate, Café und Villa raus und damit wird es Oregon. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich 5 Matches in einem Cup caste und wir 5 unterschiedliche Maps haben. Wir hatten Theme Park, Consulate, Villa, Clubhouse und jetzt Oregon. Und das gefällt mir. So mag ich es sehen. Ich muss auch echt sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Abend, auch durch diese verschiedenen Maps, die wir jetzt hier haben. Wir haben ja in den letzten Matches, die wir zusammen gemacht haben oder die ich auch gemacht habe, immer wieder so eine Reihe an Maps gesehen, die sich da aneinander getackert haben. Von daher freue ich mich sehr. Ja, ich finde es auch schön. Ich weiß gar nicht, ob es ein Community-Vote in der Pause gab. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, mal ganz kurz unsere Einschätzung abgeben. Was glaubst du, wer sichert sich hier den Sieg im ersten Qualifier dieses Asus Rock Cups? Ich sage jetzt einfach mal, und da bin ich jetzt ganz, ganz frech, ich sage, das macht Fact Gaming, einfach weil ich es heute noch nicht gesehen habe. Das ist tatsächlich frech. Denn ich könnte absolut nicht predikten, wer das hier macht. Also sie haben ja 7-0 gegen Marv gewonnen, haben 7-2 gegen die Fischgang gewonnen und 7-4 dann gegen Bergclan auf Consulate. Sie haben heute schon Oregon gespielt gegen die Fischgang. Ich gehe mit meinen Brüdern von Five Angry Turks, denn das ist gut. Ich glaube einfach, dass die individuell doch nochmal einen Ticken krasser unterwegs sind, auch als Team. Obwohl mich wirklich interessieren würde, wie sich Satrasam und Nero hier in das Konstrukt Fact Gaming einfügen. Denn man hat ja mit Gisela und Wizardball auch schon starke Fragger, mit BZ einen super krassen Support-Spieler. Also ich weiß nicht, was ich von dem Lineup halten soll. Wahrscheinlich wird es sehr, sehr gut. Wir werden das Ganze jetzt beobachten auf Oregon. Viel Spaß beim Grande Finale. Ja, und damit nochmal ganz herzlich willkommen zum Finalmatch des Abends aus Qualifier Nummer 1 und dem damit verbundenen Rogue Cup von Asus und der OPL League und Rainbow Six. Und für alle, die sich jetzt erst einschalten und fragen, ja, was ist denn das hier? Das ist, wie gesagt, immer noch ein schöner Cup im Sommer, um dem es bei, oder sagen wir es mal so, in dem es um viel sexy Hardware geht, um Tores Worte einfach mal weiterzuführen. Ihr könnt auch gerne schauen, um was es da geht. Der liebe Shadow und die Mods machen ja auch immer wieder mal den Command rein, Ausrufezeichen Preise, da seht ihr es auch schon. Da könnt ihr mal nachschauen, was es zu gewinnen gibt. Und für euch da draußen gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Einfach mal Ausrufezeichen Giveaway. Da könnt ihr einen 3000 Euro High-End Gaming Laptop gewinnen. Der Extraklasse, der sprengt momentan nicht nur alle Agendas, was Gaming Laptops angeht, sondern das ist tatsächlich ein Biest von einem Laptop. Und damit, ihr Lieben, gehen wir in die Buns hinein. Montagne, den wir heute häufiger gesehen haben als wahrscheinlich sonst irgendwann. Maverick, Mira und jetzt entweder Maestro oder vielleicht sogar nochmal eine Velk, obwohl ich heute mit meinen End-Predictions immer sehr falsch lag. Vielleicht werde ich jetzt mal belohnt. Ja, natürlich nicht. Wie das immer so ist, das ist das gute alte Caster-Karma. Immer wenn man denkt, man hat eine schlaue Prediction, dann kommt irgendeiner daher und pickt eine Clash. Und gibt dir die ins Gesicht. Ja, genau. Ja, der Monty-Bun von Fact Gaming ist wahrscheinlich
dem Spieler namens SoFastAim geschuldet, denn der hat bisher in jedem Spiel, was wir hier übertragen haben, und das wird Factgaming nicht entgangen sein, ja, den Monty gespielt und das in einer Art und Weise, auf die ich als Spieler auch keine Lust hätte. Absolut. Kids Dorms ist hier der erste Spot. Wir sehen Fact in der Defense und wir sehen den Sixpick von Tachanka auf Frost. Also man geht hier der Gotteslästerung nochmal aus dem Weg. Das hätte ich sonst nachher auf Twitter auch gepunished, muss ich ganz ehrlich sein. Und da ich muss, hat Nero nochmal Glück gehabt. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, Frost ist klar mit ihren Gadgets vielleicht nicht mehr der Überraschungspick, aber ich finde, ihre Waffe, gerade ihre Schrotflinte, ist ein absolutes Monster. Und wer sie gut spielen kann, ich habe da einen in meinem Freundeskreis, der regelt hier. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass Nero sich da entschieden hat, mit ihr zu spielen. Er spielt aber, glaube ich, mit der MP, wenn ich es nicht falsch gesehen habe. Und auch die finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe sie früher sehr, sehr viel gespielt. War allerdings auch noch damals bei Operation... War das Black Ice? Hieß das tatsächlich Black Ice? Ja, ne? Ja, er nickt. Und dementsprechend ist das richtig. Ist schon wieder so viele Ionen her. Dann merke ich einfach, wie die Zeit vergeht. War ja meiner Meinung nach, glaube ich, sogar das erste DLC, was rauskam für dieses wunderbare Game, das mich vom ersten Moment an echt gepackt hat und das ich bis heute immer noch sehr, sehr feiere. Auch wenn wir mittlerweile an einem Stand sind, wo viele sagen, oh, aber das läuft ja alles so suboptimal. Ja, aber wir sind auch jetzt mittlerweile in Jahr Nummer 5. Da ist es klar, dass nicht mehr alles so rund läuft, nachdem was alles dazugekommen ist. Und da ist man auch immer noch dran. Ihr könnt es auch gerne mal bei Rainbow direkt bei Twitter oder auch auf der Seite verfolgen. Es gibt schon eine Liste, wo solche Sachen schon vermerkt sind und wo dran gearbeitet wird. Wo auch dran gearbeitet wird, ist am Vorteil, den sich Factgaming hier gerade erarbeitet hat mit dem Kill an Next One und damit einen Kill, den man heute nicht missen möchte, denn Next One ist heute auch anders eskaliert. SoFastAim holt aber sich den Operatorenausgleich. Ja, und damit haben wir die 4-4-Situation. Wir haben sozusagen die Ashe raus und den Vigil raus. Und Janna war mit dem Jekyll schon ein bisschen was einstecken müssen. Rappelt sich jetzt hier am Kicker-Window. Das ist ja so ein Window, was massiv unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Wenn da jemand überhaupt hängt und einen Kill zieht, bin ich immer so, da fuck, wo kommt dieser Mensch her? Und dann denke ich, ach ja, da ist ja ein Window. Es hat ein bisschen den Surprise-Faktor. Auf jeden Fall, weil früher war das, man hat das immer das Fuse-Fenster genannt. Das war immer so ein netter Entry für Fuse. Da hat er mal kurz dann seine Pellets verteilt. Und mittlerweile ist das ein sehr, sehr guter Spot zum Schauen, Alter, wer hier auch schauen kann. Schöne Bretter, das fühlt sich an wie im Baumarkt. Tja, aber Levo was für einer. Raus, Next One raus, BZ wurde rausgenommen, eben Satrasam hat einen Kill gemacht. Satrasam ja auch einer der, jetzt nimmt auch noch SoFastAim raus und damit ist hier Janna war mit 24, 23 HP letzter Mann. Satrasam ist auf jeden Fall einer der Shooting Stars der GSA League 2020, das muss man einfach so sagen. Der kam aus dem Nichts, ähnlich wie Gisela, ja, Jahr zuvor sozusagen, aus dem Nichts und hat auf einmal alles umgedrückt. Auch Whizzleball wurde ja von Fact gepickt. Als er gepickt wurde, dachte ich so, wer zur Hölle ist dieser Mensch? Ich muss dazu sagen, er ist bei mir im Standing ganz weit unten, denn als er mich das erste Mal ansprach, hat er mich Torben genannt. Und da war ich so, vielen Dank für nichts. Du Typ. Nein, sind alles super nette Jungs, aber Satrasam auf jeden Fall Shooting Star, auch Whizzleball, wo der auf einmal wieder herkam. Generell so, BZ ist so ein Anziehungsmagnet für Leute, die, also ich weiß nicht, wo der die immer aufpickt, ob der irgendwie unter der Ranked-Brücke nach Leuten sucht, die keine Freunde haben und die dann irgendwie eicht für sich. Ich bin mir da unschlüssig. Ich habe da auch noch nicht mehr aus ihm rauskitzeln können, aber wie gesagt, gute neue Leute, die auf einmal hier im Competitive-Bereich auftauchen und die wirklich auch in großen Matches gegen Teams, also wenn wir uns die GSA League angucken, gegen Teams wie G2, gegen Teams wie Rogue, Team Secret und auch die Weisen ja zeigen, was sie zum Teil können. Turtle stand im Endeffekt nicht so gut da in der GSA League 2020, aber Satrasam auf jeden Fall einer der Winner dieser Season.
Ja, aber auch dafür kann sowas einfach auch mal gut sein, um sich als Einzelspieler auch zu präsentieren, um sich dem Markt dann vielleicht auch nochmal mit einer Visitenkarte darzustellen. Und da hat Sadrazam auf jeden Fall die goldene Visitenkarte hinterlassen. Das ist tatsächlich Fakt. Ne? Falls ihr versteht, was ich meine, es ist jetzt auch schon spät, die Witze werden nicht besser, aber... Ja, dementsprechend bin ich froh, dass er jetzt hier auch mit dabei ist und kann uns heute auch nochmal zeigen, was denn in ihm so steckt. Damit willkommen in Runde Nummer 2. 2:33 sagt die Uhr und bisher sagt noch kein Team, was es hier will, denn man ist immer noch in der Vorbereitungsphase. Next One will sich diesmal nicht als Opening Frag darbieten, ist dafür sehr schnell unterwegs. Aufbau diesmal über Laundry Stairs. Interessant, ist auch bisher von Erfolg gekrönt. Jetzt aber die Softball des Todes. Für ihn auch nochmal ein schönes Mittel. Und wird da aber rausgenommen, denn Sadrazam, gerade eben sprechen wir von ihm, nutzt sie ebenfalls und geht als Gewinner hervor. 4:3 auf dieser zweiten Runde bei 1,55. Und das ist... nicht nur in Ordnung, sondern sehr stabil. Sadrazam, Triple Kill mittlerweile. Nike True rausgenommen. Jetzt hat er die Möglichkeit, zwei Leute hier noch unter seine Fittiche zu nehmen und mit ihnen noch so ein bisschen sein Standing zu polieren. Und über Freezer wird ebenfalls jetzt aufgebaut, nachdem man jetzt bei Laundry überraschend mal einen Angriff gestartet hat. Freezer, ja, einer der neuen Zugänge zum Basement und damit auch einer der sehr, sehr gern genutzten. Denn ihr seht auch warum. Mit ein bisschen Bewegung hat man hier viele, viele Engel auf dem Radar. Da gibt es nochmal eine Nate, die war nicht so ganz abgekocht, wie sie wahrscheinlich geplant war. Und damit leider auch kein Kill geholt. Eine Minute läuft, Late Game ist in vollen Zügen. So fast aim. Versucht jetzt auch nochmal einen Flank über Laundry. Gehe ich auf jeden Fall mal ganz stark davon aus, denn für alles andere wird es wahrscheinlich ein bisschen zu knapp werden. Er geht über Meeting und damit hinten nochmal über Tower Stairs. Das kann man machen, warum auch nicht. Ja, und vor allen Dingen ergibt es auch mehr Sinn, denn in dem Moment, wo die Freezer-Wand nicht offen ist, bringt dir der Support für Janava über die Laundry Stairs herzlich wenig. Dann muss er über den Tower kommen. Ja, und da gibt es die ersten Shots auf Janava von BZ. Ich hätte es mir nur gedacht, weil dort eben gerade Sadrazam steht und eben mit anderen Sachen beschäftigt ist. Ja. Das wäre also gar nicht so verkehrt gewesen. Nee, tatsächlich nicht. Aber die Spieler sehen ja nicht das, was wir sehen. Naja, das... Ob es jetzt die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Sie müssen pushen, der Kill gegen Janava fällt. So fast aim holt sich Sadrazam und kriegt aber nicht den Kill auf BZ. Der gewinnt das Duell auf dem Boden liegen for the win. Da rechnet man halt nun mal erstmal nicht mit. Und BZ und Co. von Fact Gaming gehen hier 2:0 in Führung. Ich habe für einen kurzen Augenblick schon den Mittelfinger in seinem Auge gesehen. Aber es hat nicht mehr gereicht. Es war tatsächlich, ja, wieder mal der Vorteil des Liegens. Ich hatte ja auch damals so ein schönes Gedicht gedichtet, auf das ich jetzt gerade gar nicht mehr komme, aber... Der Inhalt war eben, wenn du liegst, dann bist du eigentlich in der Vorteilsposition, einfach aus dem Grund, du kannst super schwer einschätzen als derjenige, der dort hinterher aimt, wo er denn überhaupt hinzielen muss. Obwohl der Kopf ja nach vorne hin liegt, ne? Also du hast ihn ja eigentlich auf dem Präsentierteller, aber er liegt eben immer im vertikalen Todeswinkel, den man einfach mit der Maus nicht so schnell erreicht, wie derjenige, der liegt. Der kann natürlich da einfach sein Aim halten. Runde Nummer 3, 2:0 für Fact Gaming. Angry Turks hier erstmal ein bisschen abgeschlagen. Und mit ein bisschen sage ich eben ein bisschen, weil erstens, es bleibt dabei, Defense ist halt eben so eine Hausnummer für sich. Und es war jetzt auch nicht so, dass Angry Turks haushoch die Runden verloren haben, sondern es war schon knapp, so wie gerade eben. Also da ist Potenzial da. Und wenn ihr da draußen Lust habt, die ihr jetzt so fleißig am Start gewesen seid, die ganze Zeit über, mal ein bisschen Lärm zu machen im Chat für Fact Gaming oder auch für die Angry Turks, dann feel free. Aber immer dran denken, mehr als 9 Emotes mag der Bot nicht und dann gibt's euch die Finger. Also, immer rauf auf die Tastatur, ein bisschen anfeuern,
Finale ist Finale, weil Finale halt Finale ist. Ja, ich war gerade kurz überfordert mit der Aussage, aber das ist natürlich in allen Bereichen des Lebens richtig. Es geht hier in Runde 2, nee, 3 jetzt, Quatsch. Und interessanterweise ist das, glaube ich, gerade eine Situation, die die Angry Turks in diesem Qualifier Nummer 1 noch gar nicht hatten. Nämlich 2-0 in Rückstand gehen, oh ja, und ein Team haben, was sich nicht nur wehrt, das haben alle Teams gemacht, aber auch erfolgreich wehrt. Und das massiv zurückschießt hier. Kitchen Dining ist jetzt der Spot. Das ist ja so dieser dritte Spot neben dem vierten Kitchen Meeting. Ich glaube, da scheiden sich aktuell noch die Geister, was denn besser ist. Ich glaube, der Standard würde sagen, Kitchen Dining lässt sich wesentlich besser defenden, weil Meeting eigentlich nicht zu halten ist auf Dauer. Hm. Den Spot verlierst du immer irgendwie. Da würde dir NA gleich wieder widersprechen, denn bei denen ist es genau andersrum. Ja, was total verrückt ist. Ja, es ist weird, dass sich tatsächlich auf einer neuen Karte dann die Geister so spalten. The Ball holt sich Nykstor mit dem Double Kill. Damit schon mal ja, 3 Lonely Survivors auf der Seite von 5 Angry Turks, die jetzt nur noch 3 Angry Turks sind. Und die werden, glaube ich, so langsam richtig mad, denn es funktioniert gerade nicht so, wie sie sich das vorstellen. Obwohl man hier seitens Fact Gaming gar nichts Neues spielt und auch vor allem gar nichts Aufregendes. Man spielt einfach nur standardmäßig runter, vielleicht ab und an mit ein bisschen mehr Manpower. Chanavar holt sich hier with a ball und Gisela. So fast aim. Next one, leg nach. Nero rausgeholt. Next one, Double Kill. Sadrasam rausgenommen. 2-2 Situation. Na Mensch, das könnte ja eventuell doch noch was werden. Eine Minute verbleibt ihnen noch. Next one. Und Chanavar versuchen jetzt hier so ein bisschen ja, Schadensbegrenzung. Hier über 2 Räume hinweg. Leider landet da der Spray nicht da, wo er hin soll. Und beide bleiben ansatzweise noch intakt. 36 Sekunden auf der Uhr. Hier schon wieder liegend die Flinte des Todes. Gisela. Und das macht er so gut. Das macht er so gut, sich direkt danach aber mal ganz schnell zu verziehen, ja, weil BZ ja immer noch auf dem Spot ist. Er ist noch nicht clear. BZ hat da mit seinen Drohnen jetzt wahrscheinlich gerade eine Position gesucht und man muss ihn jetzt eigentlich pushen, weil man weiß, Echo ist noch im Spiel. Und guck mal, wie er sich weiter noch zurück verschiebt. Ja, er hat ja auch nichts, also was er machen kann. Ne? Er kann jetzt planten, dann brauchst du einen Forward. Chanavar! Schönes Brett! Schön! Und jetzt muss geplant und er muss durchziehen und das ist ein Freifahrtschein für Gisela. Jetzt muss da die Info kommen. Er sieht ihn nicht, er hat ihn nicht gesehen. Oh, oh nein. Gott, oh Gott, ist oh das nein. Unglücklich. Ist das bitter. Jetzt vielleicht? Nein, auch der landet nicht. Jetzt muss er sich sehr weit zurückziehen. Denn Chanavar ist des Todes geweiht. Jetzt versucht er zu entschärfen. Dann gibt es nochmal den Abbruch. Ist auch richtig so. 25 Sekunden hat er noch. Nochmal eine Smoke. Da müsste er durch. Reicht aber vom Health nicht. Jetzt kommt er nochmal nach vorne. Jetzt müsste er den Diffuse aber langsam, aber sicher durchziehen. Das wird so knifflig. Boah, das macht Chanavar so gut. Das ist jetzt hier nochmal höchster Eisenmann. Jetzt kannst du eigentlich vor, denn jetzt wird es nichts mehr werden. Jetzt wird es nichts mehr. Sehr gut gemacht. Das war ganz pfiffig gespielt von Chanavar, was so viel heißt wie Monster. Und das war wirklich eine monstermäßige Aktion von ihm. Einmal bitte ein Herzchen für Chanavar in den Chat für diese smarte Outplayed-Geschichte hier. Ja, das war schon sehr, sehr gut gespielt, sich da weiter zurückzuziehen. Es war halt ärgerlich von Echo, also für BZ sozusagen, dass er sich da hat holen lassen. Es ist die 2-1-Situation und da musst du so viel Zeit wie nur möglich rausholen, beziehungsweise man hätte da von Gisela einfach noch schneller ranrotieren müssen, aber hätte Würstchenkette, ne? Man kennt's, also im Nachhinein kann man das alles schön sagen. Es war von Chanavar einfach super, super sauber runtergespielt. Da auch nicht immer zu früh drauf zu reagieren, weil halt auch zu wissen, okay, der Gegner hat eine Schrotflinte. Was eigentlich smart war dieses Upsmoken des T-Splits vor Meeting und dann das Vorgehen. Normalerweise hätte er wirklich auf die Ecke gehen müssen, weil er wusste, oder er muss wissen, dass Chanavar da direkt um die Ecke steht.
aber wirklich gut ausgespielt. Insgesamt eine schöne Runde hier, dass man das noch machen kann, nachdem oder klatschen kann, nachdem Ash da ja wirklich hops genommen wurde unten an den White Stairs. Und man seitens Gisela nochmal hochrotiert, um den ganzen Stress aus dem Weg zu gehen. Dann hier von Janna war das 1 gegen 2 mit Plant noch zu holen, ist eine saugeile Aktion gewesen. Ja, man muss nochmal auch einen Ticken weiter zurückspulen. Dieses Übersehen des Plants war natürlich der Startschuss erst für diese super spannende Aktion. Und da muss man. Und auf die Range, ganz ehrlich, auf die Range brauchst du mit der Shotgun also auch nichts machen. Ja, also da war alles ein bisschen unlucky und da war, glaube ich, auch der große Knackpunkt. Es gab noch ein paar Momente, wo man das hätte drehen können, aber da ist so viel zusammengekommen. Also da war auch Glück mit dem Spiel, natürlich. Und auch hier, Next One hat da das richtige Händchen für diese Rotation am Laundry sage ich schon, unten am Bathroom bei den Showers im Hallway. Und kann dort zumindest Sadrasam erstmal den Roam verweigern. Damit 4 zu 5 bei 2:14. Aufbau läuft über mehrere Fronten. Wir sehen es hier auch nochmal einmal über den Tower, der sehr, sehr in den Fokus gerückt wird in letzter Zeit, weil man ihn einfach braucht. Man brauchte ihn früher. Im neuen Oregon hat man ihn dann erstmal links liegen gelassen, aber man braucht ihn weiterhin. Ja, Ethic ist, das hat Sua mal ganz schön im Interview gesagt, der Dreh- und Angelpunkt dieser Map, den brauchst du. Deswegen wurde Tower, seitdem das Rework ist, immer mit eingenommen, weil das einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte hier auf dieser Map ist. Ja, man hat ihn, glaube ich, anfangs so ein bisschen liegen gelassen, weil man gesagt hat, okay, es gibt nicht mehr diese Direct-Rotation aus Meeting nach oben über die Leiter. Wer weiß, ob das dann auch noch so ein Dreh- und Angelpunkt bleibt. Ja, auf jeden Fall. Alleine durch diesen sehr, sehr wichtigen Spot Kid Storms ist er fast noch wichtiger geworden, weil man ihn jetzt einfach nicht mehr über das schöne Big Window vorne angreifen kann. Jedenfalls nicht mehr so gut wie früher. Ja, und auch die Attack über den, oder die fast alleinige Attack über den Masterbereich ist nicht mehr so gang und gäbe. Also da hat sich schon ein bisschen was geändert im Topspot, was der Map und dem Spielstil hier auf Oregon aber auf jeden Fall gut tut, muss man sagen. Thatcher jetzt hier unten in Classroom Inside. Gucken ein bisschen, dass man eventuell Roma rausnimmt. Witherball holt sich So Fast Aim. Witherball holt sich Levo und damit schön Double Kill hier. BZ wird rausgenommen von Janava. Der muss aber ganz schön viel einstecken. Nero holt sich Next One raus. Damit Überzahlsituation für Fact Gaming in Runde Nummer 4. Ja, Witherball wird durch das Schild rausgenommen, durch das Goyo-Schild, was Gisela hier ausgelöst hat. Unglücklich, aber nicht unmöglich, hier diese Runde natürlich noch zu gewinnen. Vor allen Dingen, weil man in der Defense ist und weil Janava sehr, sehr, sehr low ist. Tja, knifflig wird es auf jeden Fall, denn 13 Sekunden sind jetzt nicht mehr die größte Zeit, um da irgendwas zu reißen. Smoke macht es auch nicht gerade einfacher. Jetzt aber der Push. Ja. Und ja, da ist es so, man hat sich hier Janava geholt, der sehr, sehr low war. Und dann im Folge dessen, da sieht man den Schuss gegen den Breach, gegen Janava und dann Sophia hops genommen. Und damit steht es hier 3-1. Man baut das Polster, das Mini-Polster, mehr ist es ja bisher nicht. Baut man sich langsam aus. Ja, das stimmt. Und anfangs war diese neue Map ja tatsächlich active, also attackerlastig. Warum war das so? Das war eben durch die ersten Spiele, die darauf stattfanden, hat man mit ein paar einzelnen Spielen die Statistik tatsächlich ein bisschen verfälscht. Denn man hat sehr, sehr locker darauf gespielt. Jetzt mittlerweile, wo sie doch sehr relevant wird für den Competitive-Bereich, dreht sich das Ganze schon. Das heißt, wir haben jetzt doch eher eine Lastrichtung Verteidiger-Map. Und da ist tatsächlich jetzt so ein 3-1 nichts Schlimmes erstmal. Also ein 3-1 ist okay, ein 4-1 ist okay, ein 4-2 ist okay. 5-1 wäre jetzt für einen Rollswap schon wieder ein bisschen knackiger. Aber was haben wir vorhin gelernt aus den ersten Spielen? 5 Angry Turks sind gefährlich und ich glaube, wenn sie hier auch noch in die Defense gehen, könnte das auch noch mal anders aussehen. Oder was meinst du? Ja, also
Das Ding ist, wir wissen, wie gut Five Angry Turks sind. Mhm. Also, das haben sie heute schon gezeigt. Wir wissen aus vorherigen Matches, aus Ligen, aus anderen Cups, wie gut diese einzelnen Spieler sind. Sie müssen es hier nur irgendwie jetzt auf die Map bekommen. Natürlich ist Oregon sehr bequem für Defender, meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt, es kann sich, sobald wir in den Roundswap gehen, ab Runde Nummer 7, sich auch hier ganz, ganz schnell ändern. Mhm. Aber ja, sie müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie hier noch eine, vielleicht sogar noch zwei Runden bekommen, um eben diesen Vorteil von Fact Gaming nicht zu groß werden zu lassen. Ja. Naja, klar. Also den sollte man sowieso nie zu groß werden lassen, egal welches Game. Aber wir warten einfach mal ab. Also das ist das Beste, was wir machen können. Witherball holt sich hier Levo, Nykstro, Witherball mit dem Refrag. 4-4-Situation bei 2 Minuten 16. Nichts passiert. Keiner hat aus dieser Aktion irgendwas gewonnen. Hier jetzt nochmal eine schöne Flash, weil man es sehr, sehr schnell nach unten wegrotiert. Und das sollte man bei Next One auch tun. Gerade wenn er die Oberhand hat mit so einer Flash, bist du auf jeden Fall gut prepared, wenn du irgendwo rein willst. Und das ist auch vielleicht für die, die jetzt neu anfangen mit dem Spiel, immer eine gute Sache. Flashen und laufen. Laufen sollte man auch bei einem C4. Das ist das, was Nero jetzt Next One als Überraschungspaket mitgibt. Nero, schön gemacht, aber den dritten kriegt er nicht. Nykstro holt sich Nero daraus. 3-2-Situation, 3-1-Situation. Chana war leider auf dem Boden gewesen. Gisela hat abgeräumt. Damit sieht es jetzt für die Angry Turks erneut nicht ganz so gut aus. Nykstro, ja, könnte er machen, wird aber ein hartes Stück Arbeit. Ob man in diesem Cup jetzt noch Luft dafür hört, mal gucken. Triple Kill ist auf jeden Fall gegeben. Gisela raus. Jetzt noch der zweite Versuch, gar nicht mal schlecht, aber man hat ihn jetzt auf dem Schirm. Das wird jetzt also nicht einfacher. Der Backstep war semi-erfolgreich. Zumindest braucht man jetzt wieder ein bisschen Zeit, um rumzurotieren. Das gibt Nykstro die Möglichkeit jetzt hier für den Diffuser, den er auch dringend braucht. Sollte das hier nichts werden, aber Fact Gaming passt auf. 4-1, ihr Lieben, sieht es jetzt erst einmal auf dem Scoreboard aus. Ja, letzte Bastion im BZ und der holt sich dann den Kill. Es war sehr schön zu sehen, wie man den Freezer-Push sozusagen in der Death dann abgebrochen hat und weggegangen ist, um halt dem Spieler, dem Attacker, die, also Nykes, für die Möglichkeit zu geben, überhaupt an den Diffuser ranzukommen, weil das kostet alles Zeit. Man hat die Zeit genutzt, Richtung Laundry Stairs rotiert und hätte damit beide Spots relativ schnell unter Kontrolle bringen können, je nachdem, wo Nykes hingehen möchte. Aktuell geht der Vorsprung hier immer weiter. Runde Nummer 6, die letzte, bevor wir in den Roll Swap gehen. In die Halbzeit nach 6 Runden. Und wir spielen. Na? Also, wir spielen erneut Kitchen Dining. Das ist ja dieser Spot, ja, den Janavar vorhin gewonnen hat. Ich will gar nicht sagen Five Angry Turks, sondern das war so ein Janavar-Ding. Das war die One-Man-Show 1 gegen 2 mitplant. Das ist schon großes Kino. Ja, da, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, das war sehr, sehr geil anzusehen. Natürlich spielten da einige Faktoren mit rein, aber trotzdem die Nerven von Janavar dort möchte ich nicht gesehen haben. Der hat bestimmt auch sich gedacht, eieiei, ob das noch was wird. Aber ja, er hat einen coolen Kopf bewahrt und das ist auch das, was da zählt. Und ich weiß gar nicht, was das an Leben noch war. 28 HP oder so, die er da noch mit sich rumgeschleppt hat. Also da hat es ja nicht mal mehr gereicht, um durch den Smoke zu pushen. Mal sehen, ob wir Ähnliches jetzt hier sehen. Ich hoffe natürlich nicht, denn das war mir schon wieder fast ein Ticken zu knapp. Und vielleicht kann man jetzt auch über zwei Seiten angreifen. Nicht nur über den vorderen Bereich, obwohl das hier schon wieder ganz danach aussieht, über den Small Tower zu kommen. Dort sich Downstairs und Upstairs vielleicht sogar noch mitzusichern. Denn Upstairs nicht zu unterschätzen, auch relativ wichtig. Dort sich ein bisschen die Übersicht zu verschaffen. Wir haben in vielen Spielen gesehen, dass man den sogar mithält, den Small Tower oben. Was gar nicht mal dumm war. Auch diese Aktion war jetzt nicht dumm von BZ. Holt sich Next One raus, damit schon wieder einen wichtigen Mann. Und das sehr, sehr zeitig. Ungünstig, würde ich da sagen. Ja, absolut. Man verliert halt mit Next One auch einen sehr, sehr guten Spieler.
Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, Janna warte vorhin kurz im Chat rumgeflaxt, dass die Stunde warten hat kalt werden lassen. Das kann natürlich sein, aber Fact Game musste ja eben so eine Stunde warten. Jetzt holt man sich hier Nero und With the Ball raus. So Fast Aim wird gerefragt von Satrasan. Damit 3 gegen 3 Situation. Man hat hier den Small Tower, der ja ganz lang gar nicht Small Tower hieß, sondern Office. Hat man jetzt hier unter Kontrolle. Gisela holt sich Levo. Hat man da ein Köpfchen gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ganz gegen knapp vielleicht. 3. 5 Angry Turks gegen 3. Diffuser liegt im Small Tower. Das heißt, sie müssen irgendwie von da approachen. Oder sie holen ihn jetzt und rotieren nochmal um. Das bezweifle ich aber gerade. Ich weiß auch gar nicht, ob man noch großartig Drohnen hat. Janava wird injured. BZ nimmt ihn sich raus mit der Pistol. Damit hier Last Man Standing Nykstra. Und das ist keine leichte Aufgabe. Hat noch so 60, 65 HP vielleicht und man steht hier bei Fact Gaming wirklich gut. Man sieht es immer wieder, er wechselt immer wieder zwischen Hallway, den er durch den Breach sehen kann, Tür und dem großen Breach Richtung Spot, weil er nicht sicher sein kann, wo, wann, wer rumpiekt. Er versucht zu baiten, das funktioniert aber nicht. Und sie baiten alle nacheinander, das ist so smart. Und da gewinnt Fact Gaming auch diese Runde und damit steht es 5:1. Und das, meine Freunde, ist überraschend. Oh ja, das ist mehr als überraschend. Vielleicht hat man sich auch mit der Karte nicht unbedingt ein gutes Ei geschossen. Aber irgendwas ist im Argen gerade bei 5 Angry Turks. Und ja, ist natürlich auch schwierig zu sagen. Wie gesagt, Turtle sage ich schon, jetzt wo ich hier Sadrasam sehe. Fact Gaming ist natürlich auch schwierig einzuschätzen gewesen, weil wir sie heute absolut noch nicht gesehen haben. Deswegen war ja meine Voraussage, dass es wahrscheinlich Fact Gaming wird. Denn man soll ja nie einen Teammember oder generell ein Team unterschätzen. Und das war halt mein Aufbau auf meine Prediction, dass ich damit jetzt aber so richtig liege. Weiß ich noch nicht, ob mich das glücklich stimmen soll. Auf jeden Fall gehen wir in den Warswap. Und für alle 5 Angry Turks Fans da draußen, unterstützt eure Mannschaft einfach mal mit einer netten, lieben Chatnachricht oder mit dem Logo. Ich weiß gar nicht, ob die 5 Angry Turks ein Logo haben. Ich glaube nicht, weil sie ja zusammengewürfelt sind. Da werden sie sich, glaube ich, so schnell nichts ausgedacht haben. Und vor allem auch nicht so schnell ein Emote eingereicht haben. Aber ja, Schnitzelsohn macht's richtig. White Tigers kann man natürlich auch einfach mal machen. Haut auch hin. Auf jeden Fall. Und dementsprechend brauchen die Jungs jetzt hier alle Unterstützung, die ihr für sie übrig habt. Denn momentan sieht's nicht gut für sie aus. Ein Punkt noch, dann sind wir Matchpoint. Wenn's da nicht hinhaut, war's das gewesen. Wir wollen's natürlich nicht hoffen. Gerade für ein Finalspiel ist das sehr, sehr ärgerlich. Du hast gesagt, ne? Janava meinte, er ist vielleicht ein bisschen kalt geworden. Sieht gerade anders aus. Double Kill für ihn. Nero und Gisela sind seine Beute. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Denn das brauchen sie jetzt so dringend, die Überzahl. Und davon haben sie jetzt 2 an der Zahl. Röhrer hat gefragt, ist denn Spawnpeaken erlaubt? Ja, warum nicht? Natürlich ist Spawnpeaken auch erlaubt. Ja, da gab es auch gleich nochmal die Aufklärung aus der Regie. Es gibt tatsächlich eine Regel dafür, die besagt, 2 Sekunden muss gewartet werden. Es darf also nicht sofort aus den Fenstern gefeuert werden. Vielen Dank, lieber Shadow, für diese Information. Das klärt mich natürlich jetzt auch gleich nochmal mit auf. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wann der Kill gefallen ist. Das weiß ich auch nicht, das werden sich aber Leute angucken, die dafür zuständig sind. Wir sind es zum Glück nicht. Nee. Muss ich immer wieder betonen, ich bin froh, dass ich die Arbeit der Admins nicht machen muss. Wizzleball holt sich hier Levo jetzt raus. 3-3 Situation, Satrasam am Scan holt sich Next One ab. Ja, und Next One holt sich Wizzleball ab. So ein Ding ist das, nämlich Satrasam jetzt hier mit dem Kill auf Next One. 2 gegen 2 Situation. Einer steht rechts in der Laundry, sozusagen da, wo die Handtücher ja ganz oft lagen oder die Körbe. Schiebt vor, das ist smart von ihm und er kriegt den Kill auf So Fast Aim. Und damit ist es nur noch Nykstra hinter dem Schild. Flash kommt.
Jekyll müsste eigentlich noch Smokes dabei haben und die sind jetzt natürlich Gold wert. Ob es so eine Kante gibt, weiß ich gar nicht. Er schiebt vor hier, Nike Stroh, das ist smart, ist aber jetzt gepinkt. Damit wissen sie, dass er in der Ecke steht und er kriegt den Kill nicht. Fact Gaming gewinnt auch diese Runde 6-1. Basement. War das abzusehen, nachdem man mit 2 Mann in Führung gegangen ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Auch mein Reden. Schade, dass man das nicht verwandeln konnte. Aber gut, die Frage wäre jetzt sowieso gewesen, wie hätte man dort weiter aufgebaut? Man ist da so ein bisschen in sich selbst zerfallen, was die Attack dort anging, Defense anging, weil man sich sehr weit voneinander entfernt hatte und damit eben diese Fracks erst ermöglicht hat. Ansonsten waren sie ja doch sehr refrack-stark. Das hat gerade ein bisschen gefehlt. Also klar, der Opening, der war kräftig und deftig, aber man konnte nicht viel mehr damit anfangen, was sehr, sehr ärgerlich ist. Und da ist natürlich die Frage, was, wieso, weshalb, warum, werden wir so ohne Interview wahrscheinlich nicht rauskriegen. Aber wäre mal interessant zu erfahren, was da so im Hintergrund los ist. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sehen wir hier Match und Map-Punkt für Fact Gaming. Nachdem Five Angry Turks hier wirklich durch das Bracket durchgefahren sind, wie durch Butter, muss man schon fast sagen. Lustigerweise ja. Denn was sehen wir denn da oben? Matchpoint, sagt das Spiel. Und das ist tatsächlich wahr. Es ist keine optische Illusion. Wir sind tatsächlich schon im Matchpoint. Es geht super flott voran, weil Angry Turks irgendwie nicht den Abschluss findet. Was nach der heutigen Leistung doch ja, ein großes Fragezeichen aufwirft. Denn so haben sie anfangs definitiv nicht gespielt. Nee, überhaupt nicht. Und sie kriegen hier den Fuß nicht in die Tür. Sie haben ja Runde 3 gewonnen. In der Attack of Kitchen, das war diese Janava-Solo-Runde. Und seitdem ging hier eine Runde nach der anderen an Fact Gaming. Die fangen hier jetzt wieder an. Janava rausgenommen, Opening Frag, damit C4 denied. Kids ist ja der Spot. Unterzahlsituation also für 5 Angry Turks. Und da gibt es das XD von Janava. Ja. Die Spieler kennen sich natürlicherweise. Da war man selbst überrascht wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall. Tja, auch Levo ja, ist nicht so wirklich mit Glück gesegnet gerade. Auch der schon raus und immer alles vor der 2-Minuten-Marke. Ah, schade, schade, schade. Ich weiß gar nicht, ob man das eventuell sogar auf den Bann von Monty schieben kann. Aber sollte nicht der Fall sein. Nero holt sich Nikestro. So Fast Aim holt sich Nero mit dem Refrag. Damit 4-2-Situation bei 1,50. Das ist natürlich alles andere als günstig. Natürlich ist jetzt hier nicht gleich alles verloren. Sadrasam holt sich noch Next One raus. Damit So Fast Aim allein unterwegs hier drüben im Attic. Kann er nicht viel machen. Guckt euch an, mit was für einer Waffengewalt sie dort in der Corner stehen. GG, well played. Das war für mich eins der überraschendsten Matches des Abends, denn damit ja, hat, glaube ich, jetzt von uns und ich glaube auch von euch niemand gerechnet. Also vielleicht haben die einen oder anderen mit dem Sieg von Fact Gaming gerechnet, das mit Sicherheit, weil sie sind ja ein starkes Team. Vor allen Dingen mit jetzt der Ergänzung von Sadrasam und Nero, aber mit der Höhe hat wohl niemand so richtig gerechnet. Also GGWP an beide Teams. Danke für dieses Finale. Das war wirklich, wirklich schmackhaft.